sehr nice an Bison ist, dass er relativ einsteigerfreundlich ist. Ne? Du kannst nämlich ziemlich gut in seine Super confirmen durch diese ganzen Air-Juggle-Geschichten und auch die Bounce. Und das sieht man dann auch ganz gut hier in dem Beispiel. Ne? Das ist auch richtig nice. Richtig nicer Finisher. So, Freunde, grüße euch. Herzlich willkommen zu einer Runde Street Fighter 6. Ne, der Elden Ring Wahnsinn ist ein bisschen abgeklungen jetzt. Das heißt, es gibt trotzdem noch Elden Ring Videos, aber jetzt ein bisschen mehr abgestimmt mit Street Fighter und Tekken. Back to the Roots sozusagen. Wir haben vor ein paar Wochen M. Bison bekommen. Sehr cooler Charakter, deswegen will ich auch nochmal die Kombos zu dem machen und ein paar Tipps geben. Ne, also auf jeden Fall einer der krassesten Bösewichte, die wir bis jetzt so in Street Fighter hatten. Eigentlich ist er in Street Fighter 5 gestorben. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass er jetzt wieder im Spiel ist. Aber der hat jetzt sehr krasse Tools, um das Neutral Game zu kontrollieren. Allein den Psycho Crusher ist so crazy, wenn du auch Radahn anschaust in Elden Ring. Der eine Move von dem ist einfach der Psycho Crusher. Ja, also wirklich sehr, sehr gefährlich, vor allem durch die Mechanik der Minen, ne? Die Backfist-Combo, das hier, das platziert eine Mine. Die detoniert automatisch irgendwann, die gefährlichste Mechanik an dem. Ne? Danach könnte ich jetzt in eine Combo gehen oder Option 2 ist, du kannst diese Minen selbst detonieren lassen für einen verstärkten Effekt, wie ihr hier gesehen habt. Ne? Es gibt ein paar Moves, wo das natürlich noch ein bisschen effektiver ist. Das würde jetzt zum Beispiel die Devil Reverse sein. Hier, habt ihr gesehen? Da wurde das ganz schön extended und der Vorteil an dieser Mechanik ist, der ganz krank ist, wenn der Gegner, es gibt ein paar Special Moves, die sind halt Minus nach dem Blocken, aber wenn der Gegner die Mine am Wanst hat und ihr ihn dann mit einem Psycho Move trefft und er blockt, seid ihr trotzdem im Vorteil. Das heißt, Bison ist eine neutral kontrollierende Maschine, die trotzdem immer Pressure aufbauen kann. Ne? Also der Gegner wird irgendwann richtig Angst haben, einfach irgendwas zu machen und vor allem dadurch, dass es diese Drive Rush Geschichten gibt. Ja, aber jetzt erstmal zu den Kombos. Ne? Wir haben auch noch eine andere Target-Kombo. Das müsste, glaube ich, so hier gehen. Ne? Aber es gibt auch die mit dem Heavy. Mal hier gesehen, mit einem Overhead. Bei einem Counter ist es anscheinend natural. Okay, hier mal. Ach ja, jetzt kommt das tatsächlich. Sieht man. Während eines Sprungs harter Tritt und dann nach unten und harter Tritt. Okay. Ah ja. Ganz schön gelenkig der Bison, ne? Okay, unten. Ach so, ja, das ist auch crazy, ne? Der hat diesen Move. Das ist schon kein schlechter Poke. Ich weiß nicht, ob man den canceln. Den kann man canceln. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Das ist ganz krank. Warte mal, hat das jetzt connected? Das war ein Dauf-Zweier-Kombo, oder? Ach du Heiliger. Ah, der Charakter ist echt sexy. Wow, ich habe richtig Bock, den zu spielen. Okay. Und zwar den in den Medium. Ja, Tatsache. Genau die Frage, die ich hatte. Ah ja, und hier sieht man es auch. Sogar der Medium Psycho Crusher ist möglich. Ach nee, Medium Schlag. Eieieiei. Oh, ich glaube, da hätte ich echt was verpasst, wenn ich den Charakter nicht gespielt hätte. Okay, danach hinten. Harter Tritt und Backfist Combo. Ah ja, nach hinten ist ja auch dieser Special Move hier nochmal. Also der Command Angriff. Das und dann nach hinten und... Nee, das war der falsche. Oh, nee, war richtig. Okay, okay. Ah, alles klar. Du kannst hier einen Bound machen und dann da reingehen und hast eine Psycho-Mine. Okay, crazy. Hier ist wieder wichtig zu Charge-Buffern, ne? Auch in meinem Geil-Tutorial habe ich das gezeigt. Sobald du springst, solltest du anfangen zu chargen, ne? Dann klappt das auch relativ gut. Beim Chargen muss man immer ein bisschen vorausdenken. Auch wild... Bison hat ein 3er Light Confirm. Krass. Das ist krass, meine Freunde. Achso, das wurde auch gesagt im Charakterguide. Schaut da auch unbedingt rein. Ihr müsst gucken, dass ihr immer versucht, seine... Achso, ich habe es gerade als Charge Move gemacht. Ich weiß nicht, gab es das nicht in einem Street Fighter, wo das, dass das hier ein Charge Move war? Ihr müsst immer versuchen, mit der Spitze zu treffen, weil dann seid ihr nicht so hart im Minus, ne? Dann können die Moves sogar safe gemacht werden, wenn ihr immer nur mit der Spitze trefft. Wenn ich jetzt hier drin stehe, ist die Frame-Data dann schlecht und der geblockt wird und dann kann er mich punishen bei diesen Moves. Ist genauso beim Psycho Crusher, ne? Auch da am besten mit der Spitze treffen. Wie bei einem Speer. Medium confirm.
Danach kannst du gefühlt immer in den Psycho Crusher gehen. Das ist übel krank. Ach so, hier dieser Devil Move, ne? Das ist auch ein Charge Move. Der hat ja quasi das. Den kann man übrigens steuern in der Luft durch die Inputs. Du kannst aber auch einen schlagartigen Kick nach unten machen und nochmal einen Schlag gehen. Du könntest aber auch in einen Kick gehen nach hinten. Dann gehst du in eine Drive Rush. Also das ist richtig crazy mit den ganzen Mix-Ups hier mit dem Beißen. Ja, da kann man sehr kreativ sein. Und natürlich auch mit der Overdrive-Variante bist du auch wieder im Plus danach. Yeah! Nice. Krass. Beim harten Read lohnt sich das. Müsstest du sogar in einen Super Level 1 bis 3 gehen können. Krass, dass das connected. Der Move, der jetzt kommt, hat besondere Bound-Eigenschaften. Ne? Das ist quasi so ein bisschen wie in Tekken. Ja, der Gegner wird so richtig auf den Boden gehämmert und dann kannst du weitere Kombos machen. Krass. Krass. Krass, dass es geht. Oh, Alter. Sehr nice an Bison ist, dass er relativ einsteigerfreundlich ist. Ne? Du kannst nämlich ziemlich gut in seine Super confirmen durch diese ganzen Air-Juggle-Geschichten und auch die Bounce. Und das sieht man dann auch ganz gut hier in dem Beispiel. Ne? Das ist auch richtig nice. Richtig nicer Finisher. Nice. Das ist ziemlich tough. Du musst dir nämlich direkt bei dem Charge nach vorne einen Viertelkreis machen. Us. Nice. Platziere eine Mine. Der ist jetzt countered confirmbar, das ist ziemlich crazy. Ja. Okay, geht's. Was ziemlich stark ist, ist, dass wenn du diese Minen platziert hast, ne, und du dann durch den Psycho Crusher zum Beispiel einen Bound kriegst, kannst du dann auch immer in Super Level 1 gehen. Also bei sehr vielen Sachen, das ist ziemlich crazy. Go. Noch bevor wir das letzte Combo machen, die Minen sind halt ziemlich nice, weil die immer eine vorteilhafte Situation erschaffen. Der Gegner hat dann immer Panik, sie könnte ja dann detonieren. Manchmal ist es gut, sie gar nicht selber detonieren zu lassen oder diesen Vorteil durch Psycho Rusher selbst auszunutzen, obwohl das immer das Ziel ist. Ich glaube, es ist auch besser, immer die Kombos so zu beenden, wenn es geht. Einfach, weil diese Angst dann im Gegnerkopf da ist. Ne? Und deswegen könnte auch mal zum Beispiel in solche Low-Dinger gehen. Also, oder auch mit hier diesen Sprüngen wieder arbeiten. Bison ist ein echt ziemlich krasses Mix-Up-Monster. Passt auf, kleines Beispiel. Und zwar, wir platzieren die Mine, ne, zum Beispiel nach hier so einem Confirm. So, jetzt können wir ihn overheads verpassen. Wir können ihn ein bisschen jabben. Und kurz bevor das Ding hochgeht, machen wir das. Und jetzt können wir wieder die Mine platzieren. Und es könnte immer so weitergehen, zum Beispiel durch einen Wurf. Ne, und das Ding explodiert ja sogar dann theoretisch während eines Wurfes. Also, es ist ziemlich crazy. Ist das Ding? Chokeslam. Gut, das war's mit den Bison-Kombos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben und kommentiert, ob ihr auch gern noch ein paar Matches von ihm sehen wollt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.